48 Angler, 24 Boote, 12 Nationen, ja, drei Zielfische, da ist er. Und ein Pokal. Check. Der YPC Boat 2024 wird euch präsentiert von Adventer in Fishing. I'm Adventer, my life is fishing. Shimano, closer to nature, closer to people. Und dem B1 Boot Center, wir bauen dein Boot. Hallo liebe YPC-Zuschauer und herzlich willkommen zur vierten und damit entscheidenden Folge in der bärenstarken Gruppe B. Team Stroft grüßt mit einem unfassbar guten Board von der Tabellenspitze und steht mit anderthalb Beinen im Finale. Auch Abu Garcia hat ziemlich gute Chancen, sich auf direktem Wege für das Finale zu qualifizieren. Aufgrund der guten Fangergebnisse können sich die Teilnehmer dieser Gruppe aber auch Hoffnungen auf eines der beiden Lucky Loser Tickets machen. Dafür müssten die 692,7 Punkte von CWC aus Gruppe A geschlagen werden. B1, Shimano und Rapala haben also noch alle Chancen, das Finale zu erreichen, wohingegen Lure Drop wohl die komplett falsche Strategie gewählt hat. Während alle anderen fünf Teams auf dem Rhein-Schelde-Kanal punkten, hat sich Lure Drop kurzfristig für die Maas entschieden und sich damit offensichtlich ziemlich verspekuliert. B1 steht wieder am breiten Becken des Kanals und damit voll im Wind. So, willkommen zurück. Das ist jetzt die letzte Runde im Normalen und danach hoffentlich im Finale. Drückt uns die Daumen. Wir müssen auf jeden Fall Gas geben. Batteriesystem, der Bugmotor muss hier richtig arbeiten. Man sieht die weißen Schaumkämme hier drauf. Wir haben durch den Range-Extender können wir die Batterie laden, wenn der Benzinmotor läuft. Also das ist das Wichtigste, dass der Frontmotor in der gezielten Drift funktioniert. Robin, den ja, brauchen wir auf jeden Fall. Den brauchen wir. Ohne Witz wird es gleich kritisch. Wir waren schon ein bisschen windgeschützt, aber wir müssen halt wieder in den Wind rein für die großen Fische. Bleibt dran, viel Spaß und drückt uns die Daumen. So, ja, back to the roots könnte man sagen. Also wir konnten an der letzten Stelle nicht mehr fischen, weil der Wind einfach zu verrückt wurde. Und sind jetzt zum Anfang. Es sind mittlerweile alle Boote, die vorher auf dem Großgewässer, also auch die nicht teilgenommen haben, die auf dem Großgewässer waren, sind alle hier reingefahren. Das heißt, die meisten Spots sind schon entweder beangelt oder belegt. Und deswegen sind wir jetzt an unserem Erfolgsspot von eben. Sebastian hatte hier einen Biss auf Hecht und auch vermutlich keinen kleinen. Und den versuchen wir jetzt zu bekommen. Also wir versuchen jetzt erstmal, beziehungsweise wir fahren jetzt erstmal ein bisschen den Strom hoch. Da haben wir ein paar Boomfelder gesehen. Jetzt um die Karte voll zu kriegen, versuchen wir da jetzt gezielt Zander zu fangen. Und sollte uns das gelingen, werden wir wahrscheinlich nochmal hier die Einfahrten zu den Seen probieren, um dann da, dort die Barsche abzugraden. Für uns ist es jetzt erstmal natürlich wichtiger, den Zander zu fangen. Und deswegen fahren wir jetzt an so eine, ja, so Boomfelder. Ja, lass mal gucken, ob es funktioniert, ne? No, no, no way. Die verrückten Barsche, sie lieben ihn alle. Et Himmelchen, tschüss mein Lieber. But it is for sure perch. Wieder ein Fisch, den wir nicht brauchen. I finde this one nice. Nice looking perch. Schwer, hart verdientes Brot heute. Also ich habe auch den Eindruck, dass sich die Wetterbedingungen jetzt noch mal geändert haben. Es frischt noch stärker auf. Also momentan ist der Wurm drin. Aber nicht viel Fisch. Aber gut, wir haben ja noch ein paar Stunden Zeit. Aber die Motivation ist ungebrochen hoch, sehr hoch. Motiviert bis in die Haarspitzen. Ne? Die vielen Haarspitzen, die ich habe. Nein, wird gut. Wird gut. Ist einfach jetzt gerade zäh. Wirklich zäh. Naja, man muss auch sagen, wir kommen gerade in die Mittagsstunde und da hat man schon oft genug gesagt, mittags ist immer ein bisschen Beißflaute. Ja.
Naja, wir eben alles. Kurzes Update mit der Rennleitung. In den Regeln steht, dass der Motor während des Angelns aus sein muss, außer man benutzt die Power Hour. Wir haben gedacht, wir nutzen den Motor anzulassen als Generator sozusagen, dass er unsere Batterie lädt, unsere mit einem Rangeextender. Ist jetzt leider nicht möglich, von daher müssen wir uns die Kraft einteilen die letzten Stunden und versuchen, den Motor jetzt nicht mehr im Ankermodus zu fahren, sondern eher so in einer etwas schnelleren Drift, sodass er im unteren Bereich arbeitet, aber dass wir das Boot noch etwas korrigieren können. Das ist jetzt unsere Chance, denn ohne Motor, ohne Frontmotor, wird das zwischen hier sehr schwierig werden. Ja, dann sind wir ein bisschen aufgeschmissen. Notfalls fahren wir weiter in den Kanal rein, fischen dort andere Stellen an. Wir haben ja noch weitere Spots, aber ja, wir halten es hier schon die Chance mit Abstand am besten. Ja. Aber wir sehen auch da drüben die Stelle, die wir heute Morgen anfischen wollten, eben noch mal. Da vorne steht immer noch ein Boot. Da bin ich echt gespannt, was da rauskommt, was die da gefangen haben. Ich bin der schlechteste Knoter, den du dir vorstellen kannst. Ich kann das weder erklären, noch gut zeigen, noch sonst irgendwas. Ich mach die und tue mich immer schwer bei allen, muss mir immer richtig dolle Mühe geben, dass die gut werden. Fällt mir nicht leicht von der Hand. Aber wenn ihr zu Hause super Knoten lernen wollt, dann nicht von mir. Dann in einem Stoffbüchlein. Ja, in einem Stoffbrieflein, da sind sie drin. Oder ich auf YouTube. Bei Sebastian auf dem YouTube-Kanal. Ja, oder bei SB Fishing. So heißt das doch, ne? Nee, gibt's nicht mehr. Okay. Sebastian Bienapfel einfach. Bei Sebastian Bienapfel auf dem YouTube-Kanal. Da hat er alle Knoten erklärt. Und sicherlich 100-mal besser, als ich das jemals könnte. So Leute, während ich hier was Neues montieren, habe ich gerade wieder was gesehen. Also hier haben wir einen Custom Color. Das ist ein Jig Spinner vom Zec in die Custom Color White Tiger. Für diejenigen, die vielleicht unsere Lure Drop gar nicht kennen. Das ist so eine Box, die man monatlich erhält. Man kann die einmal einfach monatlich kaufen oder deutlich bequemer und etwas günstiger ist, wenn man die abonniert und bekommt, dann bekommt man die einmal pro Monat nach Hause geschickt. In diesem Box ist ein Warenwert von minimum 75 Euro vom Warenwert, den man erhält. Das ist ein Minimum von 40% Rabatt gegenüber dem Normalpreis an die Sachen, die ihr bekommt. Zusätzlich ist es natürlich was ganz Exklusives. Steckt sehr, sehr viel Liebe da drin. Leo, die hier mit mir zusammenfischt, er ist verantwortlich für die Lure Drop Konstellation, für welche Köder da reinkommen. Er kreiert auch extrem viele Custom Colors, so wie die jetzt gerade da, aber wir haben sehr, sehr viele. Also ich kann mal, wenn ich einfach hier so runterschaue, kann ich sehen, ob ich euch vielleicht noch, hier ist eine zufällig auch. War auch ein Custom Color von uns. Und die ganze Sache bekommt ihr bequem nach Hause geliefert. Check es mal aus. Ist echt für diejenigen, die stehen auf geile, exklusive neue Köder, ist genau das Richtige für euch. Daniel, Vorsicht, Motor. Fuck, push us away, push us away. Oh, fuck. Ah, Riesenbarsch. Ja, hat hinter mein Ding geschwommen bis hier oben. Ja, Fisch, großer Fisch, roter. Sicht. Aber Frank? Oh, denk an die Bremse, nicht, ist zu fest, wenn es ein großer Hecht ist. Auf jeden Fall nicht wahrscheinlich. Oh, ein richtiger dicker Zander. Den brauchen wir. Den brauchen wir. Vorsicht. Komm, renn. Hopp, jetzt noch. Ja! Ein Zander. Ja! Wir haben heute Morgen noch drüber gesprochen. Ja. Hier selten im Fluss. Und jetzt haben wir einen. 70er. 70er? 70er. Schöner Zetti. Ein 72er Zander, Leute. Schöner Fisch, den wir brauchen. Mit dem haben wir gar nicht gerechnet, aber umso besser, dass er hier ist. Der darf jetzt wieder schwimmen. Die Zander sind aber juckig. Ja. Wow. Ein Tipp, Leute, für euch. Wechselt nicht so viel den Köder, wenn ihr wisst, der läuft.
Bei Daniel hängt der Fisch nicht, bei Frank schon. Und was für einer. Ein 62er Zander fliegt aus der Wertung B1, verbessert sich um satte 13 Punkte. Und damit steht nun eines fest. CBC wird es nicht ins Finale schaffen. Das erste Lucky Loser Ticket geht in jedem Fall an Gruppe B. Momentan ist B1 also weiter ihr schwächster Fisch, ein 72er Hecht. Zu der Punktzahl von Stroft fehlt aber nach wie vor ein bisschen. Das liegt nur daran, dass Sebastian das ganz wichtig ist, dass er griffbereit liegt. Wir den sowieso nicht fischen können bei dem Wind. Aber er muss griffbereit liegen und mir ist es scheißegal. Und deswegen hängt er jetzt schon wieder da im Kescher. Dann leg ihn zu mir nach vorne, dass er bei mir liegt. Damit er dich begleiten kann, ja? Ja, deswegen heißt er doch Gleitbait. Begleitbait. Oh Mann, ein Begleitbait, Alter. So, hier, dein Begleitbait. Danke. Alle ziehen? Ja. Stroft hat gut lachen. Lure Drop steht mit dem Rücken zur Wand und versucht nach wie vor alles, um noch ein paar Punkte auf die Karte zu bekommen. Lass uns hier jetzt hochfahren, dann können wir hier reinfahren und da ist diese Schleuse. Da sind wir auf jeden Fall windgeschützter. Was meinst du? Ja, also ich glaube, die Schleuse war eher auf Barsch als auf Zander. Okay, und was mit diesen Seen hier? Die sind auch Barschseen. Also da gibt es Sande mehr. Okay, also machen wir die Buhne erstmal noch und dann fahren wir hoch. Also was wir jetzt machen ist, wir fahren jetzt tatsächlich immer die Buhnen an, machen zwei, drei Würfe von beiden Seiten mit kleinen Crankbaits. Das übernimmt Daniel aktuell und ich fische die tieferen Bereiche aus mit einem kleinen Gummifisch oder der Craw, um zu gucken, ob die Zettis da sind. Wir müssen uns auch jede einzelne Buhne angucken. Teilweise sind die extrem flach, dann hast du wieder eine schöne mit tiefen Kanten und Löchern, mit ausgespielten Löchern. Ist sehr unterschiedlich. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich Gas geben, wir haben nicht mehr zu viel Zeit. Und dementsprechend gucken wir uns die alle nur ganz kurz an und hoffen halt auf einen aktiven Fisch, der dann entsprechend am Rauben ist. It's an upgrade and it's already free. I'll do it, you can keep on fishing. 70, 78, yeah. Yeah. 70, wait. Yeah, it's 78. Yeah. 78? So, here's the fish. Ooh. Nice colored fish again. Really like it. So, yeah, he took the cleanup craw. I hooked it twice. At first I lost it, and the second time I caught it. Rapala bleibt gefährlich. Der 78er Hecht merzt die größte Schwachstelle des Scoreboards aus. Der kürzlich gefangene 59er Hecht fliegt raus. Können Erik und Peter direkt kontern? Lass. Ich nehme mit der Hand. Oh. Das ist das Blei, das hier drin hängt. Nee, der ist auch nicht. Hier ist der Kescher? Ja, alle gut. Warum nicht? Oh. Kurz mal Hektik an Bord. Ja, kann ja mal passieren. Der könnte tatsächlich genau mit der letzten Finne 40 cm haben. Bin gespannt. Peter, einmal die Scale North. Was hat er? Hat er denn? Doch, 39,5. Jetzt bist du drauf, da. 39er Barsch mit dem 40er Willet irgendwie nicht so klappen bei uns. Ja, schöner Fisch auf jeden Fall. Bringt uns einen Punkt. Ja, lieber haben statt brauchen. Zwei Punkte sogar. Schön.
Ja, an der neuen Stelle angekommen, hatte ich erst mit Zerik probiert, hat nicht funktioniert, habe jetzt umgestellt auf einen Chatterbait, den am Grund gejiggt, mit hinten einen Trailer, also einen ganz normalen Gummifisch aufgezogen mit Schaufelschwanz, den wollte er haben. Ich dachte erst, ich und Peter und ich hängen zusammen, ja, mit den Schnüren, aber tatsächlich war es ein schöner Barsch gewesen, der dann direkt vor dem Boot sich den Köder neu geschnappt hat. 39 cm, nicht die 40, 1 cm am Ende gut gemacht, ich meine, das passt, wir bleiben dran. Geil. Quick change here to a little Berkeley Sick flanker, soft bait, 8 cm. Because the spot is a little bit deeper here. We're on, like, let's say 2.5 meters. And the stunner runs 1.5, maybe 2, but I want to try to go really close to the bottom, see if the perch are a bit lazy, and take this lure. Let's try. Leute, guckt euch das mal an. Wir haben hier wirklich auf einem relativ kleinen Fluss Schaumkron. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie das jetzt auf dem Volkerack oder sowas aussieht. Also es ist schon Wahnsinn. Dieser Wind macht es nicht einfacher. Aber ja, wir ziehen jetzt weiter durch, 2 Stunden haben wir noch. Wenn man hier so ein bisschen chill in Ankermodus auf dem Boot und die Wellen schön auf dich zukommen, ist Wahnsinn, oder? Ja, es ist auch bis Windstärke 7 oder 8 heute. Natürlich, ja, man kann nur auf einen Fluss. Ah, es ist immer noch genug Zeit, um das, was passiert. Ja, na klar. Aber ich sag mal, langsam muss es dann auch passieren. Leo und Daniel wechseln erneut die Stelle. Sascha und Sebastian scheinen Ähnliches vorzuhaben. Also ich würde sagen, wir fahren nochmal an eine andere Stelle, gucken, ob wir was Windgeschütztes finden. Und dann verbringen wir die restliche Zeit dort. Warum willst du nicht zu der Stelle hier vorne? Die können wir auch machen. Ja, warum ist das nicht deine erste Wahl? Ja, weil wir wissen, dass da Fische stehen und wir keine mehr brauchen. Okay. Also vor allem keine Zander. Deswegen würde ich mir die lieber aufheben und was Neues nochmal suchen. Und gucken, dass wir vielleicht nochmal einen coolen Spot finden, wo vielleicht großer Barsch kommt. Oder ein Hecht. Ach komm, scheiß drauf, lass uns auf Hecht werfen den Rest, oder? Ja, fuck it. Ja. Das macht mir jetzt auch keinen Bock hier in dem scheiß Wind. Gut, dann fahren wir da unten hin und fischen da unten. Dann lass uns doch zu der Tonne da fahren, dann fangen wir da an. Fangen wir da unten an. Top! Fisch. Der könnte schon größer sein. Der könnte ein bisschen größer sein, Frank. Als langsam ernährt sich das Murmeltier. Hey, Leute, komm, Adrian. Oba, geil. Jetzt muss ich wieder. Ich muss jetzt wieder loslegen. Ich möchte langsam mal einen Handschuh. Oh, Frank, der ist gut. Der könnte besser sein. Der ist besser. 83,5 ist im Tournament 84. Hast du das? 84er Hecht ist auf jeden Fall eine Verbesserung. Schöner Palki, verbessert uns auf jeden Fall. Hier gibt es noch ein paar größere. Den haben wir gebraucht. Den super. Haben wir gebraucht schon mal. Okay. 84er Pike, um wirklich weiterzukommen in unserer super starken Gruppe. Wir wissen ja nicht, wie es bei den anderen läuft, aber die hatten ja schon am ersten Tag so riesig vorgelegt. Müssen wir auf jeden Fall weitermachen. Auf jeden Fall. Komm, Robin. Geil. Das wird gut. Gut. Frank. Geil. So. Sehr schön. Stündlich grüßt das Eichhörnchen oder so. Wie auch immer, die langsamen Murmeltiere von B1 holen sich hier noch einen wichtigen Wertungsfisch. 12 Punkte Verbesserung, Rückstand auf Abu verkürzt und Vorsprung auf Rapala vergrößert. Auch bei Lure Drop sieht man Fisch. Oh, das ist ein Barsch. Das siehst du? Ja. Yeah. Riesenbarsch. I saw it. Oh, fuck. Auf die Craw, ja? Ja, 100 Pro. 100 Pro. Nee, auf die Craw. Auf die Craw, ja. Ah, oh, shit. Da war auf jeden Fall ein großer Barsch. Das ist echt mein Sea-Rig. Ich fisch ganz langsam mit Carolina-Rig. Und dann, wenn ich die hochgekurbelt habe hier zum Boot, kam er hinterher. Das gibt's doch nicht.
Big fish. Yeah. Big fish. I don't know, but it feels heavy. Yeah. It feels fish, heavy. Yeah? Yeah. It feels heavy. Good, good, good sound. Ah! No, no, no way. Second one, this game's off. That was also 45 plus. Came off. What's happening, man? I don't know. The bites are still there, but not so quality bites anymore. So they were good fish. They're more like nibbling the lure now. Ah, there. But we're on the big fish, so. Yeah, we are. Super spot this for big fish. That was heavy, yeah? You saw it. Yeah, I saw it. Second one in a row, man. Der Wind. Der Wind, Alter. Ich kann bis geht's denn Latte vom Ton her? Ich kann hier reinlaufen und jeder kann alles hören. Sehr schön. Fällt zu leiden. Lasse, ich habe da noch eine kleine Überraschung für dich. Hör mal. Ja. Du darfst mich heute an einer Körperstelle berühren und du darfst entscheiden, wo. Wir beide, hör mal, du bist so ein Neckerchen, weißt du das? Was ganz was Feines. Wir suchen echte Fußballexperten. Deutschland gegen Schottland. Wie geht's aus? Einfach den Hecht und Barsch Newsletter abonnieren. Von heute bis spätestens 2 Stunden vor Anstoß für mindestens 100 Euro shoppen gehen. Per Newsletter den exklusiven Link zum Tippspiel erhalten und bis zum Anpfiff das Spielergebnis tippen. Richtig getippt? Dann bekommst du einen 100 Euro Gutschein aufs Haus. Mit Köpfchen tippen und richtig Kohle sparen. Die EM-Wochen auf Hecht und Barsch stehen. Und außerdem erwarten euch während der EM viele weitere Highlights wie EM-Bundles und kurzfristige Rabattaktionen. Geil, richtig geil. Der erste Fisch mit der neuen Twin Power. Geile Rolle, richtig geiler Barsch. Der Ganke Bullfrog, ein Köder, dem garantiert kein Hecht widerstehen kann. 2 große Augen, die als Fixpunkt dienen, einen großen, massiven Körper mit 2 großen Twisterschwänzen, die extrem viel Wasser verdrängen. Erhältlich in 3 Größen, 100, 130 und 170 mm, so ist für jeden was dabei. Das Sugarbelly-Konzept, um Booster einzubringen oder bei der Verwendung mit Offset-Haken, dass der Haken besser greift. Egal ob am Chickkopf, Shadow Screw oder Offset-Haken, dieser Köder fängt in jeder Wassertiefe seine Hechte. But it worked. I put it in and then it worked. And suddenly I saw that we are drifting. So, but I'm not sure. It was green. It was definitely green. So I'm not sure if it's the battery or something else. Yeah, so wir sind gerade am Spot angekommen und ja, wir wollten ankern und dann hat sich herausgestellt, dass wir auf einmal gedriftet sind und ja, jetzt vermuten wir, dass entweder die Batterie leer ist oder es vielleicht einen Wackelkontakt oder so gibt, weil die Einschläge von den Wellen doch relativ heftig waren. Ja, wir wissen gerade nicht recht, was wir tun sollen. I will check it with Niels now. It's quite difficult to tell the exact, but probably there was too much wind, but we only fished for like 3.5 hours. It's would be pretty strange that the batteries are dead. Der Starkwind macht den Elektromotoren das Leben heute wirklich extra schwer. B1 hilft mit dem Verbrenner. So, wegen dem
Problem mit der Batterie haben wir jetzt das Thema, dass wir viel mit dem Benziner fahren müssen und auch nicht so auf der höchsten Stufe fahren können. Das heißt, wir driften die ganze Zeit in unsere Bereich rein, wo wir eigentlich abwerfen wollen. Und wir kriegen die Drift nicht vernünftig gehalten. Also das ist echt anstrengend. Ich würde jetzt hier nochmal dann runter. Wisst ihr noch? 10, 20 Meter. Weil umso weiter wir, dann muss ich weiter nach rechts außen, sonst treiben wir wieder rein. Rein. Ich krieg die Drift nicht mit dem E-Motor, nur auf hoher Stufe kriege ich die hier raus. Weil der Wind von da und da reindrückt, Frank. Na, dann steh hier. Ich meine das nicht böse, aber ich krieg's definitiv da nicht hin. Außer auf hoher nicht, Stufe. Gibt's nicht. Du sollst nicht schnacken, du sollst einfach ja, machen. Deswegen. Fahr da hin jetzt. Reicht mir jetzt hier. Ich krieg's immer nicht diese hin. Stell dich nicht so an. Schröpf unsere Batterie bis zum geht nicht mehr. Hier ist jetzt wieder grün übrigens durch den Fahren. Und ja, jetzt angle. Wir müssen, glaube ich, gleich mal echt weit fahren oder müssen eine Stunde schleppen oder so. Das war eigentlich nicht eingeplant, aber der Vorteil wäre, dass danach die Batterie ein bisschen mehr Power hätte. Ich sag, wenn wir jetzt noch volle Power hätten, dann geht das. Aber so würde das unsere Batterie hier innerhalb von Minuten runterziehen. Wir haben auch eben gerade mitbekommen, ein Team hat schon Batterieprobleme oder der hat die Batterie schon ausgesetzt. Wir stehen natürlich auch mitten im Wind. Wir fahren gleich nächsten Spot an, dann nutzen wir die Fahrt, um die Batterien zu laden. Aber hier sind wir im heißen Bereich. I guess this moment. Schwierig. Ja, doch. Ja. Ja. Das ist wieder Ende 30. Wieder Ende 30. Ja, ist schon ab. Schon ab. Du hast ihn? Ja, ich hab. Die Stelle produziert Barsch, aber wieder kein 40er. Wir werden ihn ganz kurz auf die Scale packen. Sicher ist sicher. Hat er nicht. Ja. In dem Stress kann man sich auch gerne mal vertun, aber ich denke mal, der hat wieder 38 ja, in dem Dreh. 37, 36. Ja. Schöner 37. Fisch. Ja. Schauen wir kurz. Na? Oi. Doch, Oi. Da ist er. Es ist der 40er. Da ist er. Doch, 40 cm auf den Punkt. Gut, dass wir noch mal gemessen haben. Ja, tatsächlich. Ja. Zielfisch. Cool, 40er Barsch. So, jetzt die 45er. Ja. Jetzt holen wir uns den 45er. So. Setzen wir den zurück und weiter geht's. Kleines Upgrade für Shimano und auch für Rapala scheint es gute Nachrichten zu geben. So he's at the ramp. Okay. And he has a spare battery. Good. Okay, then let's pick it up. Thanks. Puh. Ansonsten binden wir uns an eine Tonne fest. Hier. Dürfen wir nicht. Nee? Leider nicht. Ich weiß nicht, ob hier Freizeittonnen sind zum Befestigen. Überlege gerade. In irgendeiner heißer Zone, aber. Eine Stunde Power Hour haben wir ja, da darf der Motor laufen. Und danach hätten wir vielleicht nochmal Power für 20 bis 30 Minuten fischen. Das heißt, wir müssten aber schleppen dafür. Das war eigentlich nicht eingeplant. Kann aber auch immer wieder einen guten Fisch geben. Hier kommen wir nochmal her. Wir könnten aber mal gucken, ob Erik noch da ist. Was hältst du davon? Da können wir ja nicht abankern. Ja, bis dahin sind wir aber gefahren. Da können wir ein paar Würfe machen. Ja, aber das bringt uns ja nichts, wenn wir da nicht ankern können. Warum können wir nicht ankern? Weil die Batterie ja dann sofort. Warum? Wir fahren doch bis dahin wieder 5 Minuten. Wir sind jetzt auf Gelb. Also alles gut. Da können wir noch 5 Minuten, 10 Minuten lang fahren. Ist das ein 30 Ampere oder was lädt ihr ein? Nee, du sollst jetzt hingehen. Nicht, du sollst jetzt nicht den Motor anmachen. So. Schwierig, schwierige Entscheidungen, wie wir das jetzt genau handhaben. Hier haben wir unsere 12 Volt, eine 140 Amperestunden 12 Volt Batterie. Die ist kaum, wo wir 4 Echolote anhaben, steht die noch bei 75%. Völlig in Ordnung. Aber hier
haben wir unser Problemfall, eine 36-Volt-Batterie. Der Motor musste bis eben volle Pulle arbeiten. Wir standen immer im Wind und wir sind jetzt runter auf 35%. Hätten wir das eher gewusst, also wir haben eine Batterie an, also noch im Auto, man hätte tauschen können. Das sind alles die Erfahrungswerte, die uns, ja, deshalb sind wir an Bord, deshalb sind wir bei, deshalb fahren wir so Turniere mit, um zu wissen, auf was drauf ankommt, euch ein ja, perfektes Angelboot oder möglichst perfektes Angelboot zu bauen. Ja. Die Erfahrung sammelt man hier in so einem Wettbewerb. Ja. Let's go. Oh. Ja, 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 ja. Oh, ja, ja. Das ist er. Yes! Erik! Erik! Peter! Erik! Ja! Nein! Ah, Fuffi Plus! Meinst du? Nee. Ja! Oh, aber Endpass. Und schon aus. Oh! Erik! Pure Emotion. Oh. Geil. Oh, 52. Ich bin gespannt. Ich bin echt mega gespannt, wie groß dieser Barsch ist. Guck dir mal die fette Wanne an. Alter, der Nacken. Mega. Hammerfisch. Nein, ist nicht wahr, oder? Sag ja. Den hätte ich ja größer geschätzt. Ja. 48. Ja. Ja. Oh, den hätte ich ja echt größer geschätzt. Also ganz knapp davor hier, aber ja. Nee, hat er nicht. Also 48. Hammerbarsch. Ja. 48 cm. Shatterbait gejiggt am Grund. Ja, die neue Stelle liefert ab. Ja. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ich hatte noch ein paar Fehlbisse gehabt eben, die auch sehr brutal waren. Egal, der kam raus. 48, mega Upgrade. Hammer. So, dann darf er wieder zurück. Nach zwei Ü50ern am Morgen kamen viele Barsche der gehobenen Mittelklasse ins Shimano-Boot. Nun also endlich wieder ein richtig guter. Erik und Peter knabbern an der 700-Punkte-Marke und überholen Rapala. Muss sich auch Abu noch Sorgen machen? Bei Jelle und Simon ist lange nichts passiert. Fisch! Fisch, Fisch, Fisch! Ja, get ready with this. Yes, sir. That's good enough. Looks smaller. We lost two of these. And now good, man. I think the other one were bigger. Yeah, the other one were a little bit bigger, but could be enough to, for a little Brody assignment. Little upgrade again. Okay, I'll get the big net of the day. Feels so good when you lose two good ones to get a good one in the net. Quick check. What do we have? Nice. Centimeter by centimeter, guys. But this man here. There's another centimeter extra. 43. Again on the stunner. Slow, steady. So yeah, steady but slowly. But we're working on our upgrades. That's really fun. There she goes. Beauty. Bye bye. Awesome. Yeah, that feels good. Feels really good, but we need a few more centimeters. Let's just continue. This is also so much fun, this fishing, Jelle. It's so much fun. Yeah, it's a lot of fun. So many bites. We got so many bites. I think this was fish number 25 or something today. It must be more. Yeah, maybe even more. We're not even fishing for 4 hours. There's so much activity, but that also worries me a little bit because it could well be that all the other teams also experience very good biting fish. Let's hope for not. But yeah, it is what it is. Let's continue. Battery laps, is it? Das mit auch ein Oh, nee, ist mal so ein Schuh. Sean is giving us a replacement, a spare battery, so we can move on and go out again. Yeah, we lost at least, I think, 2 hours. Yeah, it seemed like the battery was dead with a lot of wind. Maybe it wasn't charged fully. I don't know what the problem was, but we never had that issue before. Rapala kann dank Hilfe aus dem Teilnehmerfeld nun wieder auf eine volle Batterie zurückgreifen. B1 setzt stattdessen auf eine windgeschützte Ecke. So, viel, viel entspannter hier. Flaches Wasser, hoffentlich dicke Fische. Und
Ja, ich glaube, jetzt braucht der Bugmotor nur noch ein Zehntel davon arbeiten. Ja. Hier an der Stelle waren wir gestern. Hier wurden auch regelmäßig große Barsche gefangen. Das haben wir mal später, da haben wir keinen Fisch gefangen. Vielleicht zum Glück. Gleiche ja, Prinzip. Genau. Also ich habe hier schon viele schöne Barsche gefangen. In der Region hier um die Brücke. Aber ja, gestern waren wir, ich glaube 18 Uhr, 19 Uhr waren wir hier. Weil für Frank ist das auch gestern das erste Mal hier in diesem Gewässer, in diesem Abschnitt gewesen. Und da mussten wir natürlich alles erstmal antesten. Weil wir haben hier gar nicht trainiert, sondern ich habe auch seit Wochen hier wieder zum ersten Mal gefischt. Wir driften noch bis zu der nächsten Mini-Buhne, die da kommt. Ja. Und dann überlegen wir, hatten wir jetzt Kontakte, hat das irgendwas gebracht oder eben nicht. So, und jetzt hängt der Köder bei mir hinten drin. Alter. Jetzt hatten wir gerade schon ein paar Fehlbisse gehabt. Ja, der Spot wird schon angezweifelt von Peter, ob der denn so liefert. Ja, ich habe jetzt umgestellt auf den Shatterbait. Wie gesagt, gerade einen Fehlbiss gehabt. Setz jetzt an zum neuen Wurf, drückt uns die Daumen, lass die Barsche beißen. Oh. Mann, ein Schnurrbogen. Unglaublich. Irre. Ja, Fisch. Doppeldrill. Ja, ich hol den Köcher. Boah, nein. Kommst du da ran? Ja. Da ist er. Ja. Meinen habe ich. Meiner kommt. Boah, was eine Action. Peter, was ist los? Die Stelle liefert nicht, habe ich doch gesagt. hallo, was ist denn mit dir? Achtung, kommt ja, jetzt. Ja. Oh, das ist kein kleiner. Yes! Oh! Die Stelle performt! Ich hab dir gesagt, die Stelle ist nix! Mega! Oh. Boah, Doppelschlagbarsch! Wahnsinn! Jetzt müssen wir gucken, dass wir uns auseinandertüdeln. Ja, ja, alle gut. Machen wir. Ganz entspannt. Oh. Und was wird der gute Herr Rettinghaus sagen? Das Glück ist mit den Doofen und die Doofen sind hier! Wahnsinn! Erster Köder. Kann mal, darf man beim Doppeldrill die hintereinander legen? Wäre eigentlich mal so die Frage, oder? Nee, der nicht. Und der hat. Naja, doch, der hat. Der hat 40. Der hat 40. Und meiner, der hier. Ich glaube aber, 39. Dass ich den größeren gefangen habe. Ja, Peter, den gönn ich dir. Nein, den, ach, Blödsinn, doch, Witz. Doch. Witz. Da sind die beiden Barsche aus dem Doppeldrill. Richtig geil, also die Stelle liefert doch ab, Peter. Aber 100 Pro, ehrlich, ey. Ich nehme alles zurück und entschuldige mich. Und ach, Kinders, das ist wahres Glück und macht so einen Spaß. Richtig geiles Barschangeln. Ah, schöne Fische. Schöner Tag. So, und zurück. Zurück. Richtig geil. Unglaublich. Barschangeln der Extraklasse. Mega. Oh, ist das geil. Also war jetzt auf jeden Fall eine richtig coole Action, oder? Top. Wahnsinn, wie. Ach. So, und wir müssen dranbleiben. Vielleicht steht da noch ein Tag. Die Endkanone. Das Glück ist natürlich mit den Tüchtigen. Ein Upgrade ist diese tolle Barschdublette leider trotzdem nicht. Für Platz 3 müssen größere Fische her, zumal Verfolger Rapalla nun wieder aus dem Vollen schöpfen kann. First cast after this break, which we didn't need. But yeah, we had to pick up another battery for the trolling motor and now we can anchor again in this heavy windy conditions. Yeah, hopefully we have about 2 hours left and now we try to improve our score. A little time is left, so make the best out of it. Come on, Simon. One big one, yellow. Counting on you. 129. We need the guy from darts at board. 128. 42, not an upgrade. Yeah, 42, no upgrade.
just three cars until I finish. Yeah, you require 86. 86. $2 for 86. Wieder weg vom Spinnerbait. Der Spinnerbait bringt uns gerade nicht den großen Fisch. Zurück auf den Chatterbait. Guckt euch den Trailer an, den ich neu drauf gemacht hatte, wie der schon zerrupft ist. Es sind ganz viele Fische, die, glaube ich, auch gar nicht gezeigt werden. Wir haben viele Barsche bis 39 cm gefangen. Und den hänge ich wieder dran. Wir machen jetzt gleich nochmal einen Spotwechsel, gehen auf die andere Seite. Und hoffentlich bringt er uns Glück. Ich bin gerade dabei, das Boot nochmal zu versetzen an die Uferkante. Wir wollen den Spot jetzt nochmal aus einem anderen Winkel ausangeln. Parallel werfen, mit dem Wind, vielleicht nochmal andere Köder raufhängen, weil die Barsche jetzt eben noch nicht spitz bekommen haben. Ja, lasst uns das versuchen und drückt uns die Daumen, dass wir nochmal einen Endbarsch rausfangen. Hallo. Ein schöner, kräftiger Hammerbiss. Schaffst du es auf der Direkt Seite? In der ersten Eintauchphase. So schlecht sieht der ja, jetzt auch nicht aus. Willst du die andere Seite nehmen oder jetzt? Ja, ich gehe mal auch hier rüber. Ja, okay. Ja, doch, komm. Oh ja. Doch, das ist ja nicht so verkehrt. Können wir uns doch mal angucken. Uiuiui. Und der ist nicht amüsiert hier rüber. Ich habe jetzt irgendeine Schnur hier drauf. Ich kann jetzt. Nee, einfach hoch und ich. Ja, nee. Ja, probieren kann man, aber 41 wird knapp, glaube ich. Pack dir mal den Köcher hier hin. Jawohl. Nimm mal nur meine Schnur. Aber schön gefärbter Fisch. Ja. Wollen wir noch mal auf das Gelb packen? Ja, pack mal ihn drauf, aber vielleicht, ich glaube. Vielleicht hat er 41. Das ist keine Verbesserung. Ist er dran? Ja, 41. Ja, tatsächlich. Verbesserung. Schöner Fisch, ein kleines 2-Punkte-Upgrade, aber ich freue mich da sehr drüber. Toller Fisch. Komm, jetzt kommst du wieder rein. Ja. Nee, der ist klein. Der ist klein. Ja. Wenn du einen Köcher brauchst, schreist du. Ja. Allzeit bereit. Das ist gut. Laufe ich dir gerade durch die Schnur? Nee, ich pass schon auf. Okay. Ich helfe dir. Natürlich. Ja. Ich sehe ihn nicht. Da kommt er. Zack. Ja, dick ist er auf jeden Fall. Dick, rund und gesund. Einmal den Köcher. Das ist unfassbar, oder? Was jetzt hier gerade abgeht. Also. Ein richtiger Barschmassaker. Ja. Guck dir das mal an. Oh, da hat er mich erwischt. Ja, der hat 41. Ja, guck mal. Der ist aber sauber 41. Ja, hast du recht. Hier, Maul zu, dran. Ja. Ja, 41. Doch noch ein 41er, glatt verschätzt. Ich habe gedacht, richtig geil. Der wäre so bei 39, 38, aber 41. Schön. Wunderbar. Und ab geht's ins Wasser, okay? Upgrade, Leute. Wieder 2 Punkte dazu. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Und wenn es nur 2 Punkte Upgrade sind, es sind 2 Punkte, super. Ist eine unglaublich komplexe, spannende Angelei, weil die Welle und Wind ist also der Horror. Aber ihr seht ja, spannend ohne Ende. Top, deshalb der Köder sofort wieder ins Wasser. Der erste 41er war ein Upgrade, der zweite dann nicht mehr. Shimano bräuchte einen richtig großen Barsch, noch besser aber einen großen Hecht oder Zander, um B1 vom dritten Platz zu schubsen. Doch auch Rapala hat noch alle Chancen. Bekommen Johannes und Nils ihren 30er Barsch ersetzt, sind sie ebenfalls ein heißer Anwärter auf die Finalrunde. B1 bastelt am Plan für den entscheidenden Traumfisch. Wir packen die Livegeber rein, gleich für die Power Hour, weil wir brauchen ein bisschen Energie für unseren Bugmotor. Und beim Schleppen ist der Benziner dann an und der lädt unsere Batterie auf. Und das können wir super gebrauchen, weil wir haben hier im Windstill jetzt nicht so die besten Erfahrungen gerade gemacht. Und deswegen wollen wir nochmal zurück in den Wind. Weil wir brauchen noch Ausnahmefische, mindestens ein, eher zwei. Frank, die letzten 2 Stunden. Ja, interessanter Tag. 2. Tageshälfte. Läuft jetzt bisher nicht ganz so. Ein Hecht hatten wir, glaube ich. Ja, kleine Barsche, 2, 3 kleine Barsche. Ja. Wir sind im Kanal, um im geschützten Bereich zu sein. Also hier ist auf jeden Fall windgeschützt. Deshalb können wir auch nicht raus im
denke, macht keinen Sinn, jetzt pelagisch zu suchen. Deshalb schleppen wir jetzt hier einfach einen Körner lang. Wahrscheinlich eine gute Lösung und können noch gucken, wo sich vielleicht ein paar Fische aufhalten. Also der Hecht würde uns hier schon reichen. Großer Hecht. Denkst du, eine Ü40 Barsch wäre auch gut? Genau. Also aber ein Hecht um die 88, 83. Also wir müssen mindestens eigentlich, ich glaube, ein 42er Barsch wäre dann der erste Upgrade oder sowas oder noch größer. Also eher 45 plus, eher Ende 40. Oder halt ein richtig großer Hecht oder nochmal ein Zander. Aber ich halte eher den Hecht oder den Barsch für realistisch. Und ich denke, wir werden die Power aber nicht ganz nutzen, damit wir hinten nochmal unsere interessanten Stellen, ja, 39, also 20 vor, dass wir hinten wenigstens nochmal 30, 40 Minuten haben, beide Stellen, die heute sehr, sehr gut geliefert haben, kurz abzudriften, die interessantesten Bereiche. Und dass wir genug Power dafür haben und notfalls auch nochmal ankern können. Also. Technik. Ach nee, es ist ja EM. Solange Deutschland im Turnier ist, bekommst du deinen Angelschein quasi umsonst. Alle Infos dazu findest du in der Videobeschreibung. We introduce Adventure Fishing and Functional Clothes for every fisherman. We'll dress you from the north, through the European climate zone to the tropics, from head to toe, from carp fishing to sea fishing. Are you ready for the next fishing adventure? I am Adventure. My life is fishing. AdventureFishing.com. Jetzt ist die beste Zeit für dein Boot. Sichere dir jetzt dein Traumboot zu attraktiven Sonderkonditionen und spare bis zu 5.000 Euro auf ausgewählte Komplettangebote. B1 Boot Center. Willkommen an Bord. Oh ja, jetzt ein Eis. Einmal Schoko und einmal Zitrone, bitte. Halt, leider beides nicht da, aber keine Sorge, ich habe für dich was viel Erfrischenderes. Für die perfekte Abkühlung im Sommer den Hecht und Barsch Raubfisch Adventskalender 2024 schon jetzt vorbestellt. Wir haben dieses Jahr noch eine Schippe draufgelegt. Es gibt noch mehr Hardbaits, einen noch höheren Warenwert und wie immer natürlich nur exklusive Farben. Und wer früh bestellt, hat eine höhere Chance, ein goldenes Ticket zu ergattern. Denn einen cooleren Adventskalender gibt es nirgends. Boah, stimmt. Und neben der höheren goldenen Ticketchance möchte ich euch einen weiteren Anreiz geben, früh zu bestellen. Wer bis zum 31.05. seinen Kalender vorbestellt hat, hat die Chance, einen von 5 Adventskalendern umsonst zu bekommen. Den Link zu Europas beliebtestem Angel-Adventskalender findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Crankbait made by Simon and Mr. Schwarzunker himself, Klaus Klassen. And well, there's some scratches on already, so good bait for me to plush fish. And we need it now, please, buddy Klaus, say something to the pie gods. Yeah, fish. Oh no, I lost it. Fucking hell. Really? Last cast? Was it good? Carolina again. Yes, yeah. There's a work this morning, pretty, yeah, not gonna say pretty well, but the biggest perch came from that technique. We had some nibbles as well, some good bites from what I think are big perch. So yeah, I will try, keep on trying Carolina. Yeah, fish, 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 fish. Yeah, yeah, yeah. It's coming, it's coming. Yes! Come on. Big perch? If it's a perch, it's a big one. If it's a perch, it's a big one. Yeah, keep it easy.
is hurt. I think so. There's no shaking. Nah. Come on. Just net it. Maybe it's an that small. But yeah. Continue fishing. Fish is out. It could be the same size like the one I already caught, but I have to. Oh, fuck. Look at this shit. Have you ever seen like something like this? So it's maybe it's 70. 79. 79, yeah. I make a fast release. I don't know if it's an improvement, but ein großer Barsch hätte deutlich mehr geholfen. Dieser Hecht bringt nur einen Punkt Verbesserung. Gut für B1, die damit weiterhin auf Platz 3 bleiben. Kurz vielleicht zur Erklärung. Normalerweise schleppen wir hier niemals mit so einem großen Benziner. Aber da wir ja jetzt hier laden wollen und auch keine Energie mehr in den Bugmotor haben, läuft das Ganze über den Benziner. Und dass wir nicht allzu schnell schleppen, müssen wir den Motor sehr, sehr hoch trimmen, um die Geschwindigkeit zu halten. Allerdings sind hier auch große Frachter unterwegs, was ja auch sehr, sehr gut beim Beißverhalten ist. Also gehe ich mal stark davon aus, dass die paar Wellen da hinten gab's auf nicht 3, mal 4 Videos? Meter Wassertiefe. Gab schon mal Videos, da hat jemand im Schraubenwasser geschleppt, so als Köder, im tieflaufenden Crankbait. Der hat schon einige Fische gesehen, das ist so meine Lieblingsfarbe hier. Seitdem ich hier bin, seit 2-3 Jahren, sitzt so mein Favorite. Hält auch schon so lange. Schon einige Zander gebracht, Barsche, Hechte. Also ich mag diese Farbe, ist ein OSP Blitz. Tieflaufende Schaufel. Der läuft schon so 4-5 Meter. Den kriegen wir 4-5 Meter. Ja. Ja, auch geworfen. Wie gesagt, vorhin hat schon hier im Turnier auch schon ein paar Fische gebracht. Jetzt geht's ab. Schleppen ist eine Maßnahme. Ich meine, hier im Turnier angelt man noch anders als herkömmlich. Schleppen ist ja auch nicht ohne. Also ihr kennt es ein bisschen von dem Müritzer. Schleppen natürlich anders mit Zeitplanern und so weiter. Und ganz speziell, da kennen wir auch ein paar echte Freaks, die beherrschen das Schleppen. Also mit selbstgebauten Ködern, speziell auf großer Hechte. Super, das ist im Prinzip die einfache Variante. Einfach hinterm Boot einen Köder hinterherziehen. Aber wie man so oft gesehen hat, ist das sehr effektiv. Und wir brauchen auf jeden Fall noch Fisch hier, deshalb ist das eine Variante. Und diese pelagische Anwerfen, Batterieladen ist ja auch das Thema. Das war mit unserem Motor praktisch die einen Rencheck-Tender reinspeisen und unsere Batterieladen, die hier drunter ist, ein 36er. Das war nachher die letzte Stunde noch mal voll im Wind stehen und hoffen, da wo der große Barsch kam, dass wir da vielleicht noch einen kriegen. Das ist so unsere Taktik für den heutigen Tag. So Leute, drückt die Daumen, dass es klappt. Ich probiere jetzt noch mal einen neuen Köder, und zwar den World Diver 99 SP, ein Twitchbait von Shimano. Richtig geiles Ding. Ja, noch mal ein anderes Köderprofil neben dem Chatterbait, den wir gerade angeln, und Gummifisch. Vielleicht bringt der Twitchbait uns den großen Barsch. Ich werde jetzt mal einen Wurf machen, drückt uns die Daumen. Ja, vielleicht bringt er den Dickbarsch. Yes. Jawohl. Schön. Bisschen größer, oder? Tick größer ist er. Nochmal ein Barsch auf dem Crankbait. Jetzt machen wir echte Buhnen entlang. Auf der Yuzuri Crank. Ich glaube, es ist eine kleine Verbesserung. 33. 33. Siehst du? Ja. Ist über der Hub. Keine Riesenverbesserung, Wahnsinn. Kleine Barschlein, 33, Wahnsinn. Also Punkt für Punkt verbessern wir, aber das ist nicht, was wir vorhatten. Aber egal. Schöner Barsch,
ist nicht so easy alles heute in dem Wind. Und wir machen weiter. Muss man hoffen, auf eine dieser Buden, dass entweder ein richtig großer Barsch drauf geht oder im besten Fall zwei gute Zander. Das wäre das Beste. Maybe if we find one bigger fish, we can pelagic shoot him. Yes, you can anchor. You see a fish? No. But there's some fish on the bottom here. Ah, okay. Might be perch. I'm drunk, I think. Rapala hat die Power Hour gestartet und auch Lure Drop nutzt nach dem kleinen Barsch-Upgrade nun die Live-Technik. So, wir haben nur eine Stunde noch zum Angeln. Wir werden jetzt den Live-Scope einfach anschalten, dass wir vielleicht sehen, ob es irgendwas hier gibt. Wir werden vielleicht eine Viertelstunde oder so noch hier probieren oder probieren überhaupt einen Zander hier zu sehen auf dem Scope. Wenn wir nicht sehen, fahren wir wieder zurück zu wo wir am Anfang heute Morgen geangelt habe. Am Eingang zum See da hat Leo zwei Bisse bekommen, vermutlich auch einen Zander. Wir würden dann da zu Ende machen. Aber hier ist eigentlich eine gute Zandergegend. Und wir werden jetzt sehen, wenn wir den Livescope anschauen, ob es irgendwas hier zu sehen gibt. Weil es fühlt sich nicht so an, als ob es so viel hier gibt, wenn man hier wirft, auf jeden Fall. Aber jetzt entdecken wir den Geheimnis. Bestimmt ist der Teich einfach leer. So, wir haben jetzt 33% Batteriespannung. Wir machen den Motor noch aus, dass wir wirklich jedes Quäntchen Batterie haben für unsere letzte Stunde. In der letzten Stunde hoffen wir noch mal einen Barsch zu kriegen. Wir fahren zurück im Wind sozusagen und werden mal schauen. Da können wir nicht viel verlieren. Sollte der Motor jetzt aussteigen aufs Batteriegründen. Von daher ist jetzt so unsere Taktik. Wir fahren jetzt noch bis zur Brücke, 10 Minuten. Und dann geht's ab. Dann fahren wir noch mal in den Spot, da wo wir auch den Zander hatten und den Barsch. Da probieren wir auch noch mal ein paar Minuten. Ja, Leute, das ist hier Kanal. Der sieht schon sehr kanallastig aus. Da hinten ist es aber mehr Natur. Also gefällt mir von der Optik auch ein bisschen schöner. Obwohl hier auch mal geile Sachen bei sind. Ja, die Schafe sind hier. Also ist auf jeden Fall eine Reise wert, die sind Holland. Und die Windmühlen, die laufen auf jeden Fall. Adrian, Strom wird gerade produziert. Nicht nur in den Windmühlen, sondern auch bei uns mit unserem Honda-Generator. Big perch, big perch. We saw them on the live. Yes! 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 Yes. Oh, that's a high 40. Yeah! There is more, and there is more. Yeah. There is a lot more perch. Finally, yes. Finally! I just wanted to say, fuck, we need one then. Okay. Nice one! Oh. That's good. On the cleanup craw from Rapala. Come give us 45 at least. Yeah. Mouth is closed. 45. Yes. Yeah, it's 45. Yeah. That felt good. Job. Nice. They are here. There's a lot more. So I saw some fish on the live. I will report it immediately. Fished super slow with the Carolina and it just took it in front of the boat. Hey! Oh! Hey! Oh, go on! Big one. Big perch. Easy, easy, easy. What a monster. Easy. Yes! Good job. That's a
close to 50. We are the perch. We see them on the live. They are just in front of the boat on you know, a deep edge. We are, you know, the wind is blowing sideways in our line, fishing super slow with a Carolina rig, super tricky fishing. But this is absolutely insane. Nice job. That's a big one. Super. Be 50 this one or not? What a tank. Yeah. What a tank. Yes, 50. Yes, it is 50. It's 50. Nice, man. We need one more. But there is more. So yeah, fishing super slow with the Carolina, the cleanup crawl. It's super effective. It has like these little legs. These are vibrating. It has the claws. They are, yeah, making a lot of vibrations. Yeah, we have about 7 minutes left of the power hour, so then we switch off the live scope. But anyway, we know where they are right now, and then we have about 45 minutes left of fishing. Da ist es passiert. Zwei tolle Barsche bringen zwei richtig gute Upgrades. Mit dem 45er Barsch ziehen Nils und Johannes an Shimano vorbei und der anschließende 50er bringt dann sogar Platz 3. Aktuell wäre Rapala im Finale. Okay Leute, was wir jetzt machen ist so ein bisschen oldschool, aber wir versuchen tatsächlich indem wir Strecke machen, Wobbler hinter uns her zu schleppen, zumindest mal über so eine halbe Stunde. Dazu starten wir jetzt unsere Power Hour und jetzt werden wir mal versuchen, so eine halbe Stunde zu schleppen, um zu gucken, ob wir so eine richtig dicke Hechtmutti rankriegen. Na dann! Let's go! Der Peter hat ja die Power Hour vorgeschlagen. Da ich ja vorhin schon gesagt habe, wir fangen den Tag mit Barschangeln an, darf Peter auch mitbestimmen. Oldschool Hechtschleppen, überhaupt nicht meins. Egal, wir nutzen die Power Hour, wir müssen die Hechte upgraden. Und ich meine, entspannt ist es auf jeden Fall. Einfach die Köder hinterher und ja, effektiv auch. Vielleicht beißt der Hecht. Ja, schauen wir mal. Ja, nach der ganzen Action, die wir heute hatten, ist das natürlich sterbenslangweilig. Aber es ist halt die einzige Chance, damit wir tatsächlich noch ein bisschen Strecke machen können und versuchen, den Hecht aus dem Unterstand rauszukitzeln. Fisch. This is Ender. A bike. It's a bike. Oh, a big Ender. Huge big Ender. Oh, big Ender. That's really huge. It's really huge, Simon. Get it. Yeah! Oh, and the hook is off. Oh. I have to get the fish in. Sorry. Oh, yes. It's an 80. That's an 80. Oh. Here, let me. Fix this, quickly. That's an 80. That's an 80, man. Put it It's here. An 80 Ender. Crazy Look at that. Fish, man. What a beauty. And the lure is still there. Oh, man. Oh, that was really unexpected, to be honest. But so welcome. That's, yeah, is it an 80? Is it high 70 or 80? No, I think it's an 80. Wow. We needed one good upgrade. There it is, guys. Oh, yes. Look at that. What a magnificent. This is an upgrade, man. Magnificent. Crazy fish. What a beautiful Zander. Look at the spikes. 79 and a half. A Zander of 80. Well, Bullseye is going to pay for it for years. That's for sure. All right, guys. Crazy. Made the move away from the pike fishing. Although we got some nice bites, they didn't stick to the hooks. And then going for a perch pot. Oh, man. There are really big waves coming in. Big waves coming in. We need to get back. All right, guys, we measured it. It was 79 and a half. That means 80 centimeters for the competition. Very valuable points. A nice 100 plus points fish. That was exactly what we were after. Either it would have been a big meter pike or, wow, a Zander like this. Very valuable. Thanks a lot for playing. Let's release it. Like that.
Oh yes. Hoppa! Hoppa! Yes, and we still have some time left to fish. Let's go. Abu macht den Deckel drauf. 104 zusätzliche Punkte. Nach Stroft sollten nun auch Jelle und Simon nicht mehr einzuholen sein. Im Dreikampf um Platz 3 sind Rapala nun die Gejagten, Shimano und B1 die Jäger, die in der Schlussphase nun beide auch die Power Hour zur Hilfe nehmen. So, wir machen jetzt einen Break. Wir also brechen jetzt die Power Hour ab, fahren jetzt rüber zu unseren Spots, wo wir heute Vormittag auch oder in der letzten Folge gut gefangen haben, wo Robin seinen 51er Barsch gefangen hat. Also ein mega Ausnahmefisch. Da fahren wir jetzt zurück und da können wir ja immer noch bestimmt 40 Minuten haben wir Zeit, um unser Livescope anzuhaben und ein paar Fische zu erkennen, zu sehen. Im Wind werden wir mal gespannt sein, wie das dann aussieht. Also bleibt dran, bleibt spannend. Ja, also auf dem Sidescan kann man wunderbar erkennen, die Struktur. Hier drüben hatten wir gerade ein Steinfeld gehabt, Richtung Ufer. Danach wieder eher so einen krautigen Bereich. Also wir halten uns direkt an der Kante auf, nur wenige Meter von der Kante entfernt. Aber leider habe ich noch keinen großen Fisch gesehen auf dem Sidescan. Ja, vielleicht kommt es noch. Wir haben noch eine ordentliche Strecke hier, wo es so ein bisschen windgeschützter ist. Ja, weil selbst drüben auf der anderen Seite, wo ich, wenn denn, eher denke, dass die Hechte sich da aufhalten an der Kante, ist keine Chance irgendwie, dass wir da vernünftig schleppen können. Da sind die Wellen so hoch, da spritzt Wasser die ganze Zeit ins Boot. Ja, naja, wir schleppen weiter. We almost fall in the water. Oh, look how he ate that. Oh, completely inhaled. It's absolutely crazy. Fat one, another fat one. Must be around 47 or something, I think. Not even. It's not even 47, no, no, no. It's 43. Does it reach? No, it's 43. Okay, yeah. It's a 43. Short and fat one. Yes. And on the net you showed. On the net rig, yeah. Exactly. On the swinging net rig jig. It was a super hard strike, like a Xander almost, like really hard bite. I think we have around 20 minutes left, so I hope we can catch another one. But we're definitely on the right spot with some nice perch. Noch ein Upgrade. War das der entscheidende Fisch zum Finale? Die Konkurrenz hat sich offensichtlich verschätzt. Da war ein bisschen zu gut. Wie bei der Formel 1 haben wir den Sprit zu gut berechnet. Das war 30 Minuten. Vor Abpfiff gucken wir auf die Zeit.
Naja, 15 Minuten. 730 Punkte haben wir wahrscheinlich. Wir sind 15 Minuten, wie bei der Formel 1, haben wir den Sprit zu knapp berechnet. Also hier in dem Fall den Stromverbrauch. Unsere Batterie ist alle. Ja, letztendlich wieder Fehler 50, sitzen immer hinterm Lenkrad. Nein, wir hätten auf jeden Fall eine Batterie mitnehmen können, eine Ersatzbatterie. Das ist das, was ich auch immer jedem Kunden sage. Also wir haben viele, da bauen wir die Boote unendlich auf. Auch 3, 4 Echtlote sind kein Thema mehr und an der Batterie wird die gespart. Und genau das ist uns heute hier passiert. Eine Batterie mehr an Bord. Und schon kann man super safe angeln. Also man hat ja gemerkt, dass man schon ein bisschen skrangelt. Man muss vielleicht die Taktik ein bisschen wechseln, dass man nicht so viel auf Ankerstellung geht, nur wegen dem Stromverbrauch. Das ist im Prinzip das zu der Technik. Vom Fangen her, ja, das ist nachher auch entscheidend für den Fang. Ja. So, jetzt machen wir hier noch 15 Minuten. So, wir und driften, machen Power Drift. Hoffen noch auf den Fisch. Peter, ich lass uns noch mal kurz ein Stückchen runtertreiben und dann. Kann null verstanden. Ich lass uns noch mal ein Stückchen runtertreiben und dann ist der Ofen hier aus. Ja. Dann haben wir es geschafft. Überstanden. Ja, nee. Wir lassen uns jetzt noch mal ein Stückchen runtertreiben. Hier ist der Wind so stark, keine Chance. Boah. So. Speeddriften. Last 10 minutes of the day. We're approaching our last bridge pile. Yeah, the bridge piles have been proven to be quite successful today. So let's hope for a last miracle here. One perch of close to 50 would be so nice to top it off. We already have quite a strong list, I would say, but you never know what the others did. We would love to really end up high in the list. See what happens. Nie gut, David. Die Lucht. Das ist ein Trass, hä? Ja. Simon wünscht sich einen Riesenbarsch, doch brauchen tun ihn andere. B1 zum Beispiel würde mit einem 52er Barsch wieder auf Platz 3 springen. Natürlich keine leichte Aufgabe. Die Uhr tickt. Soll ich den Motor zurückfahren? Dürfen wir nicht. Ich will nicht, dass er disqualifiziert wird. Okay. Ich weiß es nicht, aber schlägt gut. Dürfen wir den Fisch entgegenfahren? Kescher ist schon fast da. Schon fast da. Ja, Riesenbarsch. Ja, das ist der Barsch, den wir brauchen. Riesenbarsch. Ja, wir haben ihn. Ja, Alter, ja. Da ist er. Ich hab's gesagt. Los, ja, weiter. Noch einen. Ich stand tiefer. Gerade. So, ein Riesen ist genau der, den wir brauchen. Ich fahr jetzt hoch nochmal. Los. Nein, noch nicht hochfahren. Frank, das geht nicht. Los, wirf noch ein paar Mal. Wir haben gerade Ausfall, allem drum und dran, aber wir haben an unsere Stelle geglaubt. Und ja, wir driften jetzt hier, glaube ich, mit 2,5 km/h. Und hier ist wieder ein Monsterbarsch, so wie wir es haben wollten. Ich lege ihn schnell drauf auf die Scale. Drückt uns mal die Daumen, dass er richtig schön lang ist. Ja, Jungs. Und da ist der dritte 50er. Noch mal gucken hier. Ja. 50 hat er auf jeden Fall. Wir müssen weiter angeln. Robin und Feier, los, komm. Los. 50er Barsch. Wir hatten gerade eben, hatte ich an der Oberfläche. Also müssen wir noch mal weitermachen. Vielleicht kriegen wir noch einen. Und den Report ja, die brauchen noch hoch. So. Der Gute will wieder weg. Auf die nächsten 5 Minuten oder so haben wir noch. 53, du kannst da immer hochfahren. Wahnsinn! Für Platz 3 ist dieser 50er 2 cm zu kurz. Doch noch ist die Zeit nicht abgelaufen. Ein weiterer Barsch dieser Größe oder ein 87er Hecht. B1 wäre im Finale. Ja, Peter, der letzte Wurf YPC 2024. Wahrscheinlich, wir wissen es nicht genau. Ah, ich befürchte aber. We can do the last cast over here, I think. It's about time. 2.5 minutes to go. Yeah, this was all or nothing. We saw that there was many boats already on this bridge. It's either you get one big one or nothing at all. It's worth a try, eh? But we only have 2 minutes left or something, so just a few casts. Yeah, just a few casts. Last casts of the day. Yeah. I think we can be happy with the results. Yeah.
it turned out pretty good in the end. So, das war die Vorrunde. Oh. Bis nahe! Fisch? Ja. Ja. Seht ihr noch? Ja, das ist kein Film trotzdem. So, wir sind gerade. Hey, das ist das. Wo wieder hin? Echt. Hike. So. Außerhalb, auch interessant, außerhalb der Zeit. Eine Minute nach Schluss noch ein kleiner Park, eigentlich die 7 Sekunden. Das war deine Stunde, das war deine goldene Stunde. Ja, solange die noch nicht vorbei ist, ne? Ja, ihr zittert. Kaum schlaflose Nächte. Ja, da ist der Kescher. So. Ja, warte, gib her. Wir können jetzt so machen, wie das normalerweise immer gemacht wird. So, entspannt in der Abdrift. So. Zieh mal ran. Ja. Der letzte Pike. Wir zeigen ihn euch noch. Auf jeden Fall hat der Spot geliefert. Vom Plan her war schon genial. Genial ist so viel gesagt. Auf jeden Fall hat das Boot performt. Und Robin vor allen Dingen hat performt. Robin, wir haben beide performt. Geil. So. Richtig gut. Ich verarzte mal schnell den Fisch. Schön. So, letzter Pike. Auch wieder kein anderer als unser gut aussehender Robin in letzter Sekunde. Und davor noch mit dem 50er Barschen. Also wirklich in 2 Tagen 3 Ü50 oder 50er Barsche gefangen. Eben war noch einer an der Oberfläche, hat gebissen. Ich habe ja gesehen. Jetzt aber noch den Pike. Also. Und letztendlich taktikmäßig heute unter den Bedingungen, bei dem Wind im Fluss, wo wir uns nicht so auskannten, letzte Minute noch der Motor oder die Batterie ausgestiegen. Aber alles noch. Ja, den haben wir im Driften bekommen, die letzten 50er Barsch, muss man sagen. Driften ohne irgendwas. Jetzt hoffen wir haben ja wirklich eine Todesgruppe, kann man sagen. Am ersten Tag, was Team Stroft und Abu geliefert hat, die haben ja auch alle die großen Barsche gefangen. Und vor allen Dingen, die haben 1,10 Meter Hecht, die haben größere Zander. Wir können jetzt nur hoffen, dass von unten nicht noch einer durchgestiegen ist. Dass nicht einer durchgestiegen ist, genau. Und auf jeden Fall haben wir alles gegeben. Und wir würden uns sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen im Finale. Genau. Ob es reicht. Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank nochmal an dich. Vielen Dank an Garmin. Vielen Dank an Honda. Super geil. Ja. Und mir hat es mega Spaß gemacht. Robin, super. Hoffentlich geht's weiter. Ja. Würde mich sehr freuen. Wir sehen uns später. Good job, my friend. Good job, too. You got so many fish, man. Crazy. Yeah, you too. Man. What a nice day on the water, man. We have the coolest hobby on the planet. Absolutely. Right? That's what it is. And on this moment, episode 4 is over. Yes. We don't know the scores yet. You guys do. Lucky you. So, we're going to get organized. And we see us at the results. Yeah, let's hope we're curious. Through to the finals. Let's hope no... other team got so many fish as we did. Well, we had so good fishing. It would be crazy if we're not going to the final, but we see. There are so many good competitors, so we never know. We see. Das war's, mein Lieber. Danke, Will. Stark gefischt, mein Freund. Top gefischt, Junge. Lecker Mann. Wirklich. Echt super like. Also, es war ein unglaublicher Tag heute auch wieder. Ich meine, wir hatten eine tolle Ausgangsposition. Das Ziel war eigentlich, mit großen Ködern große Hechte zu fangen. Wir hatten das Glück, einen tollen Spot zu finden mit schönen Zandern. Und tolle Barsche auch. Genau, tolle Barsche, konnten da noch ein paar Punkte upgraden. Und ich meine, wir danken euch für eure ganze Unterstützung. Wir hoffen, es hat irgendwie gereicht jetzt, um ins Finale zu kommen. Wir würden uns so freuen, wenn wir am Freitag nochmal fischen dürfen. Und drückt uns die Daumen, dass es bis jetzt gereicht hat. So, liebe Leute, ich schätze mal, das war's für uns von dem heutigen Tag ganz sicher. Ich glaube, dass wir eine super Frequenz hatten. Wir haben circa 50 Fische gefangen in 2 Tagen. Einer schöner als der andere. Die Stückzahl stimmte, aber die Größe nicht. Von daher denke ich, werden wir es nicht gepackt haben für die nächste Runde. Aber ich sage herzlichen Dank an meinen Sponsor Shimano. Ich sage mega herzlichen Dank an sensationellen Skipper, an Erik. Und ich sage Dank an den hundertprozentig weltbesten YPC-Boot-Kameramann Flo, den es überhaupt gehen kann. Du bist so ein krasser Typ. Vielen, vielen, vielen Dank. Erik, stimmt? Ja, es hat mir echt Spaß gemacht, Peter. Gib Check. War toll, war echt toll. Geile Angeltage. Vielen Dank. So,
yeah, in the end, it was a good day, also for perch. Yeah, we have a good full card. We don't know what other teams have done. You know, a lot of teams caught very, very nice fish the last day. So it will be exciting what, you know, which ranking we have. Yeah. But we have an amazing pike of 110 and then a smaller one. Yeah. Good size zander, good perch. So we are happy that we fished very hard. Yeah. And really battling the wind all day long. Crazy fight against them. Two batteries are completely empty. But at least we had no rain. No rain, but good. See you at the announcements. Hopefully we made it to the finals. Stay tuned. Bye. Bye-bye. So guys, first of all, I want to thank you for fighting in those conditions, for accepting last minute rule changes, making the best out of it. We have seen incredibly good fish in this group. It's really, really crazy. So crazy that I think for some of you guys, the result will maybe feel a bit unfair. The winner of this group could have rested today, theoretically, but Sascha Totenhausen and Sebastian Bienapfel fought through wind and waves, and they even improved their scoreboard with two nice zanders. Congratulations to Team Stroff for winning this group. Five of six teams chose the same water today. Only one team chose a different strategy, and it turned out to be the wrong one. So Team Lure Drop does not make it to the next round. Second place in this group goes to a team that need improvements on the second day, although they had a good card on the first day, but they got their improvements. They caught a lot of fish, big fish. Congratulations to Simon Torenberg and Jelle de Jong, Team Abu Garcia. So that leaves us with four hoping teams. Team Shimano with a wildcard participant, Peter. Very well fished, you guys did a brilliant job. Team Rapala, who had engine problems during the day, but could fix them with the help of another competitor, thanks to Sean Witt. CWC, who are still in the mix as the third best team of Group A. B1 Boat Center, who caught three perch of 50 and more. So, four hoping teams, but only one ticket left. And since the fourth place of this group would have won Group A, CWC is out. I'm sorry, guys. The next team who will unfortunately not make it to the finals is Team Shimano. Your pikes and zanders were not good enough. But very, very well fished. So that means we have Rapala left and we have B1 left, and you guys are only 2.6 points between you and the last ticket to the final round goes to Rapala. It's incredible with how many points you guys are out. Awesome. Tut mir leid, Mann. Ihr habt so viele Punkte. Ihr wärt in anderen Gruppen Erster gewesen. Ganz, ganz bitter. Nicht genug Batterien an Bord, in der falschen Gruppe gefischt und am Ende unfassbar knapp ausgeschieden.
Das Team von B1 Bootscenter konnte restlos überzeugen, muss aber wie die ebenfalls wirklich starken Teams von CVC und Shimano trotzdem die Heimreise antreten. Stroft, Abu Garcia und Rapala folgen Bullseye und der Fisch und Fang ins Finale. Welche fünf Duos aus Gruppe C und D die Finalrunde komplettieren, erfahrt ihr in den kommenden zwei Wochen im Donnerstag-Sonntag-Rhythmus. Bis dahin freuen wir uns über Likes, Kommentare zur Folge, Support im Online-Shop und im Fachhandel. Ciao!